startet Among Thieves, im zweiten Teil dieser wunderbaren Serie. Und wir sind praktisch wieder dort, wo alles begonnen hat, hier in diesem Teil. In den Bergen, im Schnee. Und das... müssen wir jetzt wohl nochmal machen. Wir müssen wieder den Weg hier rausfinden. Ich hoffe, ich kann mich noch irgendwie daran erinnern. Boah. Boah. Loslassen wäre leichter gewesen. Yep, ich denke auch. Schauen wir mal, dass wir hier schnell wieder rauskommen. Und damit dann zurück in die Zivilisation sozusagen. Wir wollen ja schließlich... ja, an diese Szene kann ich mich erinnern. Vom Beginn des Spiels. Hallo? Du musstest den Helden spielen, was? Ja, ja, Drake. Dämlich. Ja, ich erinnere mich. Oh Mann. Und ran da. Auch nicht mehr, was sie mal waren. So, jetzt mal hier hoch. So war das. Und dann irgendwie rein. Ja, das ist praktisch wirklich mal genau dasselbe. Ah, ich find's gut, dass man hier nicht alles nochmal machen muss, sondern dass er wirklich ein bisschen voranschreitet. Hallo? Ah, okay. So geht's. Dann wären wir wieder am Rohr. Irgendwas sagt mir nein, irgendwas war da. Ja. Und hepp, schnell rüber. Und rauf. Komm, Drake. Gib Gas, Junge. Wir müssen hier runter. Drake, Drake, Drake. Schneller, schneller, weg von diesem Zug. Nein, das ist kein gutes Zeichen. Deswegen Bewegung, 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 Drake. Los, 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 los. Sieht's aus, jetzt macht das, passiert es diesmal automatisch. Und damit kommen wir wohl zurück an die Stelle, wo wir genau den Dolch gefunden haben. Und da endet ja alles. Ein Wunder, dass wir den Dolch hier überhaupt finden nach dieser ganzen Aktion. Und nun werden wir erfahren, wie das Spiel an dieser Stelle weitergeht. Oh oh. Um es mal kurz zu fassen, es geht wohl so weiter, wie es sich gehört für Uncharted, mit einer zünftigen Schießerei. Ja, komm her. Den können wir schnell mal ausschalten. Nehmen wir alles mit. Zack, zack. Zack. Ja, dann behalten wir die. Sie suchen also den Dolch. Lalala. Zack, zack und zack. Da haben wir den erwischt. Haben wir schon zwei ausgeschaltet, ohne einen Schuss abzufeuern. Das ist immer gut. Uah. Ich habe keine Ahnung, ob wir irgendwo Gegner haben. Da hinten. Uah. Können wir... Scheiße. Ja komm, hier. Fress den. So, ich glaube den Hammer.
Ja, das Fass ist jetzt egal, das brauchen wir nicht. Wir können ein bisschen Munition mit einpacken. Da hinten sehen wir einen Gegner. Komm her, mein Freund. Er scheint der Letzte zu sein. Ich sehe zumindest gerade keinen mehr. Es wäre natürlich klasse, wenn wir auch noch den Letzten ohne einen Schuss abzufeuern ausschalten könnten. Das wäre natürlich mega geil. Komm her, mein Freund, komm her. Ich bin hier. Put, 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 sei brav. Mal gucken, in welche Richtung er geht. Hervorragend. Oh, noch einer! Aber der sieht uns gerade nicht. Auch den kriegen wir. Er lebt! Nein, 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 nein! Naja. Immerhin haben wir ihn zerlegt. Aber ich glaube, das war jetzt schon der Letzte, oder? Oder auch doch nicht. Da ist noch einer. Wo kommt der denn schon wieder her? Bam! Und den Nächsten. Ein Sniper. Hey! Waren das jetzt alle? Ich habe keine Ahnung. Aber wir haben noch keinen einzigen... Oh, oh, jetzt, jetzt, jetzt geht die Schießerei los. Au, 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 au. Wow. Erstmal sondieren hier, woher der kommt. Schnell mal in Deckung. Granaten können wir mitnehmen. Irgendwo da oben. Ah, nicht erwischt. Wow, da ist einer. Komm her. Boah. Haben wir den erwischt? Den haben wir erwischt. Einmal nachladen. Als nächstes ist der da dran. Hier bin ich. So, den hätten wir auch. Nachladen. Aber hier hat noch jemand geschossen. Ich habe keine Ahnung von wo. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Wow. Das hat sich an wie ein Sniper oder so. Oh! Da! Sind sogar zwei. Jawohl, alle beide über den Haufen geschossen. Okay. Wie viel sind denn das? Die wollen uns aber auch unbedingt sehen, oder? Wow, 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 in Deckung. Ja, ich bin verletzt. Da hast du recht. Aber nicht tot. Wow. Ja, komm her, dich krieg ich. Und weg ist er. So, den da. Boah, scheiße. Die zingeln die uns. Schnell in Deckung. Das war aber allerhöchste Eisenbahn. Bewegung. Boah. Ich glaube, da haben wir einen erwischt. Während der andere da aufs Dach geklettert ist. Nicht gewinnen. Ich glaube nicht. So, den hätten wir auch. Boah, nachladen. Ja, komm her. Daneben. Oh, weg, 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 weg. Oh. Meine Güte, ist das knapp hier gerade. Weil die kommen immer wieder aus den Ecken gekrochen. Hier bin ich. Meine Fresse, mehr fällt mir dazu halt nicht ein. Das war arschknapp. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier rauskommen aus dem Laden. Ich glaube, wir haben jetzt alles. Da haben wir nochmal Munition. Und nochmal Munition. Und jetzt haben wir... Endlich wieder genug Schuss. Oh, 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 scheiße. Da waren wir zu unvorsichtig. Ach, so ein Dreck. Ach, das ärgert mich jetzt. Das war unnötig. Ja, jetzt haben wir halt die Fall wieder. Ja, das ärgert mich jetzt tierisch. Bin ich ganz ehrlich. Ist das Schneetreiben enger geworden hier, oder was? Okay, das scheinen die dickeren Gegner zu sein. Ich
Probier's mal damit. Wow, noch einer. Drei Stück davon. Willst du mich verarschen? Okay. Konzentration. Konzentration. Drei Stück davon erfordert dann doch mal ein bisschen geplantes Vorgehen. Da hinten kommt einer. Hier, komm, du kriegst die Granate ab. Da haben wir ihn wieder erwischt. Halt mal voll drauf. Und halt mal den ersten erledigt. Gut. Einer weg. Oh, aber was? Zwei direkt. Und dann ist mich verarschen. Verdammt. Haben die nur alle am Zaun? Nein, das ist ja. Wirklich Schaden machen. So, den machen wir. Den Helm. Oh Mann, ich muss hier weg. Weg! Ich. Oh. Scheiße. Oh. Okay, da scheint es einen erwischt zu haben. Ich hoffe mal, ich laufe jetzt keinem. Boah, einen haben wir erwischt. Kurz in Deckung. Eine zweite. Schneller, 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 schneller. Wow, was? Boah, komm. Ah, scheiße. Boah, alles reinhauen. Boah, und stopp. Komm. Boah, fuck. Oh nein. Komm her. Boah. Huiuiui. Das war mal eine schwere Geburt. Aber wir haben sie alle platt gekriegt. Was macht er denn jetzt da? Na klar, hallo? Die ganze Zeit bewegt er sich wie eine Gazelle jetzt bei der Schießerei und jetzt geht's wieder nicht, oder wie? Ja, da will ich ja auch hin, aber warum läufst du nicht so wie während des Kampfes? Na egal. So, Munition kann man keine mitnehmen, ist voll. Das schnellstmögliche weg. Auf dieser zünftigen Schießerei. Ich klettere raus oder ich verblute hier. Ach nee, was? Wirklich? Komm, schneller, schneller, schneller. Damit ist das kalt. Ja, das ist nicht gut. Diese Schusswunde samt dieser Kälte. Komm, Drake, du hältst das durch. Du schaffst das. Was ist mit Elena? Die uns ja auf den Zug gebracht hat. Wo ist sie nun? Sehen wir sie wieder? Und wie kommen wir... Wie entkommen wir diesem Schneetreiben? Es sieht momentan nicht gut aus. Da werden wir gefunden von irgendjemandem. Es scheint keiner der Schergen zu sein. Oh. Emma. Kola saja topsam chitte. Bitte was? Schiffer zahlagyo. Hallo. Wo bin ich hier? Kadice, kira gyurumbu lega di che yomare. Ja, ist ganz meine Meinung. Kira mashi was so de chembore. Was? Wie lange war ich weg? Ja. Tum. Das heißt wohl trinken? Nein, das reicht. Tut mir leid, ich verstehe nicht. Brauch einen Dolmetscher. Was? Ja lang. Was? Heißt das aufstehen? Danke. Ja, kira debo yinbe.
Ja, sure. Schäfer kann gut essen. Schau, guck hier an, der Käse ist hier gut essen. Okay. Fakt ist, wir sind aus dem Schnee raus. Verdammt, wo bin ich? Schau, nein, haben die Schau. Oder was? Heißt das, ich soll ihm folgen, oder was hat er mir jetzt gesagt? Ich schätze, ich soll ihm folgen. Na, dann tun wir das mal und... Da ist eine schicke Kuh, Hallöchen. Hallöchen, ihr beiden. Versteht mich hier jemand? Ich gehe einfach mal ein bisschen rum. Ich guck mich hier gerade mal um. Ich folge dem Typen gleich. Idyllisch. Wenn wir das einfach mal angucken hier. Vielleicht erfahre ich etwas über die... Mo. Verstehst mich nicht, oder? Oh, ein Schatz. Was haben wir denn da für einen Schatz? Was ist denn das? Ein Widderkopf. Druckschock. Na dann. Wo zum Teufel bin ich? Ja, das wäre mal sehr interessant zu wissen. Mö. Ja, jetzt meine Meinung. Hopp. Einmal hier rüber. Hallo, alter Mann. Schön, dich zu sehen. Ich verstehe aber keinen von euch. Gehen wir mal weiter. Wo ist denn? Ah, da. Okay. Oh Gott. Schicke Gegend hier. Da drüben die schneebedeckten Berge, da haben sie mir wohl hergeholt. Orientieren. Die nicht zuschauen. Okay, das sind Berge. Noch mehr Berge. Da sind wir hergekommen. Ja, ich komme ja schon. Ich guck hier nur. Oh, wir können eine weitere Stadt hier, oder? Das muss in irgendeiner Bergstadt sein hier, so eine verlassene, so ein verlassenes Dorf. Verzeihung. Ja. Sage ich auch immer wieder. Find ich irgendwie extrem geil hier gerade, muss ich ganz ehrlich zugeben. Hat was. Mal sehen, wo es hier hingeht. Okay, hat man natürlich einen super Ausblick. Da drüben spielen zwei Kinder Fußball. Oder halt Ball. Schön hier. Also, wer auf Urlaub der exklusiven Art und etwas anderen Art steht, geiler Urlaubsort. Abgeschieden ist es auf alle Fälle. So, gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Folgen wir dem guten Herrn, was der auch immer hier anbaut. Ich habe keine Ahnung. Da unten steht unser guter Freund. Könnte ich dann noch hoch, aber das lasse ich jetzt einfach mal. Hallo, du Hahn. Will was? Da haben wir wieder eine Kuh. Und hier können wir reingehen. Hallo. Also ich muss sagen, natürlich sind das jetzt keine modernen, super schönen Häuser von mit Luxusklasse A+ Güte, Siegel, hast du nicht gesehen. Aber es sieht trotzdem sehr schön aus hier. Schön eingerichtet. Oh, na bitte. Wollt ihr Ball spielen? Wo ist denn der Ball? Hallo? Ball? Haben wir hier einen Ball? Hallo? Ihr habt schon gerade einen Ball, ihr zwei, oder? Wo ist denn der hin? Schade. Mö. Oh. Das ist aber ein schönes Tal da unten. Kommen wir da auch noch hin? Also ich hasse wirklich alles da unten, diesen schönen Fluss. Mit den, mit den Bäumen und alles. Da oben die Berge im Schnee und, ach, hier ist ja wirklich alles. Sehr idyllisch hier. Was? Kann einer die Sprache? Hallo. Also, ich würde ja interessieren, was die Leute hier so sagen. Also, wenn da draußen einer ist, der die Sprache kann, übersetzt doch mal bitte, weil ich fände es auch interessant zu... Hallo, versteht ihr mich? Scheinbar nicht. Es wäre interessant zu wissen, ob die wirklich das antworten, was sie uns antworten wollen. Oder ob das irgendwie frei erfunden ist mit so ein paar Soundfiles halt aus deren Sprache. Ich sehe euch immer weiter hoch.
Oh, in die Verstecken spielen. Hallo. Ich mach mit. Kann ich mich hier verstecken? So? Geht das? Ach, schade. Und da streckt uns eine Kuh den Arsch raus. Hallöle. Jetzt bitte nicht das Schwänzchen nehmen. Danke. Kann ich. Oh, man kann die echt verlagen. Finde ich lustig. Und aber jetzt gehen wir hier in dieses Gebäude wahrscheinlich, so wie es aussieht. Hallo, mein Freund, ich bin da. Da wären wir. Und was erwartet uns hier? Ach. Und ich dachte, es kann nicht noch schlimmer werden. Nate! Oh Gott, Helena. Sei Dank, du lebst! Tut mir leid, ich... Schon okay. Elena, hast du eine Ahnung, was hier vor sich geht? Wie lange bin ich schon hier? Nur ein paar Tage. Ich bin der Spur zum Wrack gefolgt. Was ist denn eigentlich passiert? Ach, du hattest recht mit Chloe. Anscheinend wollte sie gar nicht gerettet werden. Hat sie das getan? Nein, das habe ich Flynn zu verdanken. Schiffer Gudisha. Was? Ja, Nia Gotsi Song. Was? Komm, du wirst schon sehnsüchtig erwartet. Wie? Was? Wo? Wann? Weshalb? Ah, unser mysteriöser Gast ist wach. Nate, das ist Karl Schäfer. Wie geht es Ihnen? Gut, danke. Gut. Bitte, hier. Es sieht aus, als hätten wir vieles gemeinsam, Mr. Drake. Ach, tatsächlich? Ja. Vor etwa 70 Jahren kam ich hierher, genau wie Sie. Ins Dorf getragen, halbtot. Der letzte Überlebende meiner Gruppe. Ich führte eine Expedition nach Tibet, um den Eingang nach Shambhala zu finden. Was sie wirklich wollten, war der Chintamani-Stein. Also, mein Freund, wo haben Sie das gefunden? Borneo. Wieso? Das ist der Schlüssel nach Shambhala. Das ist genau das Objekt, das Ihr Gegner so dringend braucht, selbst wenn er es noch gar nicht weiß. Ich glaube, er weiß es. Hey, danke für alles, was Sie für mich getan haben. Vielen Dank. Aber ich bin raus aus der Sache. Die... haben Sie also besiegt? Die Suche ist vorbei? Ja, genau. Was, wenn sie gerade erst anfängt? Was soll denn das Ganze? Glauben Sie mir, die Wunden heilen. Sie haben Glück, dass Sie noch leben. Ja, immer sagen mir alle, wie viel Glück ich doch habe. Dabei geht einfach alles, was ich anfasse, schief. Nate. Nein, Elena, mir reicht's. Schluss jetzt, ich spiele nicht mehr den Helden. Ihr Gegner wird nicht so einfach aufgeben. Erst dann, wenn das, was er haben will, in seinem Besitz ist. Ach ja? Schön, alle Macht für ihn. Die Macht ist genau das Problem. Einige der schlimmsten Herrscher der Geschichte besaßen jeweils nur ein Fragment des Chintamani-Steins. Männer wie Tamerlan und Chinggis Khan. Wenn schon ein Splitter so viel Macht verleihen konnte, was wird dann aus dem Mann, der den ganzen Stein besitzt? Das ist Blödsinn. Hinter ihm muss er her sein, Nate. Dann ist Lazarevich wirklich ein Spinner. Er jagt einen Mythos. Und wenn nicht? Ach, Elena, komm. Was ist, wenn er recht hat? Du weißt, wozu er fähig ist. Ich verstehe Ihre Zweifel. Sie wollen Beweise. Sie wollen sich selbst davon überzeugen. Tenzin, Ting Sanen, Pala Tingongri. Finden Sie die Reste meiner Expedition und Sie haben Ihren Beweis. Tenzin führt Sie hin. Oder was? Wollen wir nicht den Dolch mitnehmen? Hallo? Sho. Nyenyam de Sho. Karachasong. Na, das kann ja heiter werden. Komm bitte heil wieder. Wie, du bleibst hier? Verstehst du eigentlich irgendwas von dem, was ich sage? Wäre zumindest schön. Und damit geht die Suche direkt weiter nach Beweisen. Sieht einladend aus. Oh ja, total. Was steht da? Du dachtest ihn denkt. Ja, genau. Jetzt, wo du sagst. Du. Der Song. Was? Pantomime liegt mir nicht.
Jamaica. Warte. Tenzin. Wozu brauchst du das? Das ist eine gute Frage. Das wüsste ich auch ganz gerne. Und das, Bergsteigen, das, meine Freunde, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Eieiei, da ist ja wieder einiges passiert und ich muss sagen, so langsam nimmt das ganze Spiel hier wirklich eine richtig schöne Wendung. Ich bin gespannt, was uns weiterhin erwartet, was wir dort finden werden bei den Überresten der Expedition dieses Herrn Schäfers. War doch ein Schäfer, oder? So hieß er doch. Da bin ich echt gespannt drauf, was das sein wird. Also, meine Freunde, ich danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal wieder, hier bei Uncharted 2 Among Thieves.